Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf diesem neuen Video. Obacht! Ich danke euch fürs Einschalten und für die letzten Resonanzen auf meinen letzten Videos. Vielen, vielen lieben Dank. I love to entertain you. Ah ne, das war bei ProSieben. Naja, machen wir weiter mit diesem Video. Freunde, in der Rap-Szene kann man, glaube ich, Abdi und Cello oder Cello und Abdi, glaube ich, gar nicht mehr wegdenken. Ja, das sind wahrscheinlich die legendärsten Rapper, ja, die es, glaube ich, in Deutschrap gibt. Dieses Combo ist seit Jahren wirklich immer noch stabil an der Seite. Trennen sich wohl nicht. Es gibt kein Gebief oder sonstiges. Finde ich echt krass an dieser Stelle. Naja, Freunde, ich bin auf ein seltsames Video gestoßen auf TikTok. Und zwar wurde gefragt, oder besser gesagt, das ist ein altes Interview, das habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen von euch das gesehen haben. Da spricht Abdi eigentlich offen darüber, damals, wie überhaupt die Zusammenarbeit, oder besser gesagt, wie die beiden Rapper überhaupt zusammen kamen damals. Abdi sagt in diesem Video, er wollte eigentlich gar nicht Rapper werden, oder besser gesagt, es war noch nicht mal sein Plan, Rapper zu werden. Zieht euch dieses Video gerne rein, Freunde. Ich erzähle natürlich wieder Quatsch und danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Peace and out. Schon, dass du Rapper werden willst? Ich wollte gar nicht Rapper werden. Ich wollte einfach nur mit Cello abhängen. Der hat mir Dick die Haze Joints gebaut. Der hat mir Bornheim gezeigt von Seiten, die ich noch nicht kannte. Ich habe ihm als Dank hab ich immer schöne Lieder geschrieben und aufgenommen. Also meine Texte geschrieben. Anstatt Dankeskarten, oder? Genau. Also mit Cello abhängen war aber cool. Du meinst gerade Haze Joints gebaut, ja? Wie? Nicht nur deswegen, also nein, das war aber eine Besonderheit an Cello, wenn ich nach Bornheim kam, so auf Krise, da wusste ich, okay, da warten ein paar fette Keulen auf mich. Dann haben wir uns so eine Kaliskaya-Flasche geholt, Magic Man, dann haben wir getrunken, dann sind wir in die Stadt gelaufen.